Was geht ab? Ich sag hallo. Ihr so, ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute tun wir zwei das Video anmoderieren, gell? Weil wir ganz alleine sind. Der Papa ist nämlich beim Tätowierer und lässt sich den kompletten Rücken tätowieren. Wir werden auf jeden Fall, komm mal hoch, warte mal. Ja, wir zwei werden nachher auf jeden Fall mal beim Papa vorbeischauen, gell, und gucken, wie es ihm geht. Aber wir haben so viel Arbeit noch, weil es ja in ein paar Tagen nach Los Angeles geht für uns, müssen wir ganz dringend anfangen mit dem Koffer packen. Wir haben nämlich so viele Termine, die noch anstehen und wir einfach eigentlich keinen ganzen Tag haben, um das Thema Koffer packen anzugehen. Und deswegen fangen wir heute an. Hier seht ihr das. 1, 2, 3, 4, 5 Kartons. Voll mit 5 Koffern, die wir jetzt bestellt haben, weil wir hatten einen rosanen, einen blauen, einen schwarzen. Und dann haben wir gedacht, nee, für L.A. Gönnen wir uns neue. Und jetzt haben wir einheitliche Koffer bestellt und die packen wir zwei jetzt mal aus, würde ich sagen. Auf die Plätze! Fertig! Los geht's! Mein Gott, bist du süß! Habt ihr gesehen, was die für eine Haarspange hat? Warte, ich zeig sie euch. Hier ist sie. So, wir haben jetzt alle Koffer ausgepackt und das hier sind alle Koffer, die wir mitnehmen werden nach L.A. Und die haben echt, die sind richtig leicht, also die wiegen echt nicht viel. Und darauf habe ich halt jetzt Wert gelegt, vor allem, wo ich die gekauft habe. Weil pro Koffer dürfen die ja nicht mehr wie 23 Kilo wiegen. Und das Koffergewicht von 4 Kilo muss man ja dann auch noch abziehen. Genau, und wir werden alle rappelvoll machen, wirklich bis zu 23 Kilo. Und dann haben wir ja den kleinen Koffer. Und dann werden wir auch noch eine Reisetasche mitnehmen. Und dann noch den Kinderwagen von der Mia und noch den Kindersitz. Genau, damit müssen wir zurechtkommen. Und das ist alles von der Summe, also von der Menge her, Masse her, wo wir mitnehmen können. Ja, und ich hoffe, dass wir da alles reinkriegen werden. Meinst du, wir schaffen das mal? Das wollte ich hier. Wir machen jetzt auch gleich den ultimativen Rolltesten, ja. Okay? Bist du bereit? Und los! Fang, 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 fang. Okay, der war nicht so gut. Wir machen den mit dem mittleren Koffer, okay? Bist du bereit? Hui! Und Mia, sind die Koffer gut? Hat da jemand Angst, dass er nicht mit darf? Ha? Hat da jemand Angst, dass er nicht mit darf? Willst du in den Koffer mitreißen? Ha? Ja, was? Steh auf. Wir haben uns gerade umgezogen, weil sie sich einfach gerade vollgespuckt hat nach dem Essen. Ja, wir werden jetzt das Haus verlassen. Wir haben alles zusammengepackt, gell? Und wir müssen noch zur Apotheke fahren, weil dann besorge ich gleich einiges noch für unsere bevorstehende Reise, genau. Weil ich habe mir ja mal so eine Reiseliste gemacht, da wo irgendwie fast gar nichts draufsteht. Ja, es steht drauf. Los Angeles Packlist, okay? Eine kleine Reiseapotheke. Ich habe auch schon ein bisschen was da. Ich hole jetzt noch ein bisschen was aus der Apotheke. Das zeige ich euch dann nachher noch. Dann natürlich Klamotten, Klamotten, Klamotten. Das ist das Allerwichtigste und ich glaube, das wird auch den meisten Platz wegnehmen. Dann Babynahrung nehmen wir mit. Aber hier haben wir jetzt gesagt, nur Milch. Die gehe ich jetzt auch gleich noch kaufen. Und alles andere kriegt sie dann vor Ort. Aber bei der Milch bin ich ein bisschen... Ja, vorsichtig einfach. Da ist dein Schnulli. Oh. Bin ich ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass wir in L.A. dann keine Milch finden, die der Mia schmeckt und wir dann einfach nichts dabei haben. Genau, dann natürlich unsere ganzen Dokumente, persönliche Dokumente. Make-up habe ich mir aufgeschrieben, aber da werde ich mich auch sehr zurückhalten. Und halt Technik, Kamera, Laptop und sowas. Und alles andere haben wir eigentlich vor Ort zu kaufen, ne? Also alles, was man fürs Badezimmer braucht, zum Duschen, ne? unser Essen, unsere Medikamente, wenn wir irgendwas brauchen. Was wünscht denn bei uns? Wohin? Ne? Sag mir, wohin? Runter hoch, runter hoch. Ja,
Also von dem her, wir werden uns hier wirklich sehr zurückhalten müssen, weil wir auch einfach gar keinen Platz haben. Gell, wir haben gar kein Bett, wir haben gar kein Bett. So, jetzt gehen wir, die wird müde. Bevor wir jetzt einkaufen gehen, haben wir hier noch einen Zwischenstopp gemacht und jetzt besuchen mal kurz den Domi und schauen, wie es ihm geht. Da liegt der große Mann. Was geht ab? Wie geht's dir, Schatz? Soweit, so gut. Die Sitzung ist angenehmer als die letzte. Ja? Ja, definitiv. Boah, sieht auch richtig gut aus jetzt. Aber hast du schon noch einiges vor dir? Irgendwas ist noch zu tun, ja. Lassen wir den Papa jetzt wieder alleine. Ja, wir können hier gar nichts machen, gell? Machst du dem Papa seinen Gesichtsausdruck nach? Der macht auch so, gell? Wie guckt der Papa? Mia sitzt schon voll schön im Einkaufswagen, echt. Wir haben jetzt hier ganz viel Babynahrung gekauft, gell? Die nehmen wir mit. Maus, du bist immer so laut. Genau, weil ich einfach nicht weiß, ob es hip in Amerika gibt. Und die trinkt es schon von Anfang an und deswegen wollen wir da gar nicht umsteigen. Gell? Weiter geht's! Tschüss! Ich habe jetzt in mir gerade noch so riesige Maisstangen gekauft. Die isst sie daheim eigentlich immer nur in klein und das sind jetzt so XXL-Stangen. Ja, jetzt fahren wir nach Hause, Baby, gell? Rum, 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 rum. Wir gehen jetzt einen Mittagsschlaf machen, gell? Ja, wir fliegen ins Bett. Die kleine Maus schläft jetzt und schaut mal, wie süß sie da mit dem Teddy kuschelt. Ja, die ist relativ schnell eingeschlafen, die war jetzt wirklich fix und alle. Diese Ruhe nutze ich jetzt mal ganz sinnvoll aus und wollte euch nämlich noch was richtig Cooles sagen. Ihr wisst ja, dass Domi und ich unsere Serien über unser Sky Entertainment Ticket streamen. Und vor ein paar Monaten hatten wir ein richtig geiles Angebot. Das kam so gut an, dass wir gedacht haben, das müssen wir nochmal machen. Deswegen gibt es gerade ein mega geiles Team Harrison mega geiles Special Paket für euch. Ihr könnt euch jetzt nämlich das Sky Entertainment Ticket sichern. Ja, für... Haltet euch fest, 4,99 bis zum Ende des Jahres, ja. Also 3 Monate plus den September oben drauf. Den kriegt ihr nämlich noch gratis dazu für 4,99 €. Und die haben gerade richtig, richtig spannende und geile Serien. Ich zeige es euch jetzt mal am besten, okay? Vampire Diaries. Das zum Beispiel ist eine Serie, die will Dominik unbedingt anschauen. Da haben wir auch sehr, sehr gute Sachen gehört. Ballers. Supernatural haben sie auch drin, ne? Das will ich auch unbedingt mal anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, was Domi und meine Lieblingsserie ist, beziehungsweise war. Wir haben sie nämlich schon durchgesuchtelt, wirklich. The Walking Dead, ja. Und mit dem Sky Entertainment Ticket könnt ihr alle Staffeln anschauen. Und ihr müsst es tun, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wirklich. Vertraut mir. Ich weiß ja nicht, was ihr für Serien mögt, aber hier findet ihr wirklich alles. Schaut mal unten in der Infobox vorbei, da habe ich einen Link für euch eingefügt. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr nämlich direkt zu unserem Team Harrison Angebot. Wenn ihr euch da registriert, könnt ihr sofort losstreamen mit dem Gerät eurer Wahl. Egal ob Laptop, Handy, Fernseher oder. Und ihr schließt damit kein Abo ab. Also ihr könnt ganz flexibel jeden Monat kündigen, was ich persönlich sehr toll finde. Also schaut auf jeden Fall mal dort vorbei. Und übrigens, falls ihr es vergesst, ihr könnt mittlerweile EU-weit streamen. Also auch im Urlaub oder so, was ich auch ziemlich cool finde. Guten Morgen. So, jetzt wo du wach bist, Mia, müssen wir den Koffer packen. Schaffen wir das? Fangen wir an? Wo fangen wir an? Mit was fangen wir an? Okay. So, hier seht ihr mal die Reiseapotheke, die ich mir jetzt zusammenstellen habe lassen. Hier Nasentropfen für Babys. Dann hier was... Was hat sie gesagt? Ich glaube, das ist... bei Durchfallerkrankungen, genau. Dann habe ich noch ein Desinfektionsmittel mitgenommen, vor allem fürs Fliegen. Dann etwas, ein Fieber, wie heißt das? Das ist ein Fiebersaft, genau. Und dann habe ich Fieberzäpfchen noch mitgenommen. Und für uns dann noch Ibuprofen. Genau. Nee, andersrum, da Ibuprofen. Und hier Fieberzäpfchen, genau. Dann noch ein Fieberthermometer, meine Antibabypille, genau. Und das müsste reichen.
Was ich jetzt noch ganz vergessen habe, ist noch diese Zahnsalbe. Die nehme ich jetzt auf jeden Fall noch mit. Da habe ich noch eine da. Aber ansonsten werden wir echt alles vor Ort kaufen. Wer ist denn da glücklich? Ja, ist der Papi wieder da? Ja! Du siehst noch relativ fit aus, Schatz. Wie geht's dir? Ja, geht. Also ich bin ein bisschen im Arsch, muss ich sagen. Und Hunger habe ich. Ich bin komplett in Folie eingepackt. Ach, sieht man es gar nicht, oder? Nee, komplett eingepackt. Ah, okay. Ja, aber ich kann ja mal ein Bild einblenden, wie der aktuelle Stand ist. Ich habe ein Bild gemacht vom letzten Stand. Wir sind nicht ganz fertig geworden. Haben aber knapp 5 Stunden tätowiert. Perfektes Timing. Ich habe nämlich für Mia was bestellt. iPhone, deinen eigenen Schlüssel und deine eigene Fernbedienung. Boah, diese mega geile Fernbedienung, die macht sogar richtig coole Geräusche. Schau mal, Mia. Oh, wow. Ja, voll cool, ne? Und dann haben wir einen Schlüsselbund. Und ein eigenes Auto. Hier, Auto. Oh! Hallo? Ja. Mhm. Okay. Oh, da gibt's so viele Anrufe hier. Ja. Okay. Echt? Okay. Ich soll euch ausrichten. Die heutigen Grüße gehen an. Warte. Afshra Tariq. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz... Oh, dieses Telefon, sorry, Business. Ganz einfach, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Papa ist auf Durchfall Nummer 1. Und Mama ist auf Durchfall Nummer 2. Und im Flugzeug müssen wir Flugmodus anmachen. Guck, der ist hier auch. Hier. Flugmodus. Sarah bringt die Kleine jetzt noch ins Bett und ich muss sagen, ich bin auch fix und fertig. Aber ich habe mitbekommen, dass Sarah euch von dem Team Harrison Sky Ticket Paket erzählt hat und ich hoffe, ihr freut euch erstmal dazu. Und wir, oder besser gesagt, ich bereite jetzt noch alles vor und dann schauen wir auch noch ein bisschen Serie und dann war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement und dann sehen wir uns die Tage wieder. Peace.